Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute kommen wir uns das Thema, warum ihre Projekte scheitern und was sie dagegen tun können, aber also dafür tun können, dass ihre Projekte in Zukunft besser und erfolgreicher umgesetzt werden, gerade bei Fördermittelprojekten. Also bis gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Und warum scheitern Projekte? Nehmen wir mal an, so ein Projekt ist wie so ein Marathonlauf. Und ein Marathonläufer, welches Geschlecht auch immer, würde sich permanent auf diesen über 42 Kilometern an jedem Wasserstand ablenken lassen, nochmal ein Gespräch führen, hier nochmal ein Pläuschchen führen, da nochmal sein Handy checken, was er vielleicht gar nicht dabei hat und so weiter und so weiter, dann kommt der A nie an oder B in so einer schlechten Zeit, dass er gesagt hat, Mensch, okay, kann ich mit dem Marathonlauf auch sparen, Projekt ist gescheitert. So ein Förderprojekt oder ein Finanzierungsvorhaben oder all ihre Projekte bedürfen ja einer gewissen Zeitmenge und in dieser Zeit eine gewisse Umsetzungsenergie. Und deswegen scheitern ganz viele Projekte. Warum? Es fehlt an Kernkompetenzen, klingt jetzt ganz hart. Und zwar ist das Fokus und Konzentration. Natürlich spielen auch Disziplin und Willensstärke eine Rolle, aber viele Projekte, das können wir hier nachvollziehen, wenn die bei uns auf den Tisch landen, also von Unternehmensanfragen, die sagen hier, das Projekt stockt bei uns und irgendwie kommen wir da nicht voran und die Förderstellen machen das auch nicht und das ist irgendwie schief und die Bank und sowas. Aber eigentlich liegt es nicht an den Förderstellen und der Bank liegt es dann auch nicht, außer die Wirtschaftsdaten sind schlecht. sondern es liegt daran, dass sich auf dem Weg vielleicht neue Angebote ergeben haben. Man hat die Planung nochmal überarbeitet, dann hat man nochmal eine neue Idee versucht einzuflügen in das ganze System, also in das Projekt, sei es eine Innovation, sei es eine Gründung, sei es ein Gewerbehochbau, also eine Hallenfinanzierung, sei es ein KI-Projekt, sei es eine Nachfolge, als Unternehmenskauf. Es wird ganz oft von außen unbewusst wieder Information verarbeitet, die den eigentlichen Fokus, also das Ergebnis, konterkarieren. Und zwar, weil sich der Projektleiter, die Projektleitung, das Unternehmen nicht auf dem Weg konzentriert, das Ergebnis zu erreichen. Das heißt, die Ergebnisorientierung sackt mit der Zeit von Energie her zusammen, das werden Sie bei sich selbst schon festgestellt haben. Das eine ist der Fokus, also dass das quasi aus unserer Sicht das Ergebnis, was soll erreicht werden, und wenn das fixiert wurde, dann braucht man Konzentration, um den Weg dorthin ohne Ablenkung umzusetzen. Das heißt, Fokus ist hier gleich quasi Ziel, kann man so überleiten, muss nicht wissenschaftlich belegt sein, sondern damit Sie nur die beiden Begriffe schon mal differenzieren können und damit Sie das für sich nutzen können, um Probleme zu lösen, wie kriegen Sie in Zukunft grundsätzlich Projekte besser und schneller umgesetzt? Und besser und schneller heißt auch hohe Geschwindigkeit. Und eine hohe Geschwindigkeit, das ist wie beim Formel 1-Rennen, da sind die halt die gesamte Rundenzeit höchst konzentriert, um ihre Runden zu fahren. Und zwar sind die fokussiert auf Startziellinie. Das heißt, die sind vom Start an fokussiert auf die Ampeln und sind während der gesamten Fahrzeit konzentriert, nicht von der Strecke abzukommen, um dann das Ergebnis über die Start-Ziellinie zu fahren, zu erreichen. Und da machen die auf der Fahrt auch nicht irgendwie Anhalter rein, sondern außer zum Pitstoppen. Aber die wollen da auch keine neue Story erfahren. Und die suchen auch nicht irgendwelche Freundschaften auf dem Weg, sondern die haben ganz klar während der gesamten Fahrzeit nur einen Fokus. Und zwar Ende der Runde, wieder eine neue anfangen, nochmal besser werden, neue Runde, Rundenzeiten verbessern, um dann nach 30, 40, 50, 70 Runden, je nachdem wie lang der Kurs sein soll, das vollzugsergebnis zu erstellen. Das heißt, Rennen ist fertig. Projekt ist abgeschlossen. Das heißt, es werden zwischendurch Meilensteine fixiert, die zu erreichen sind, damit die Konzentrationsphasen immer auf diese Meilensteine gerichtet sind. Das heißt, also ich fahre eine Runde das heißt im Projektabschnitt ist es ein Abschnitt, dann fahre ich noch eine Runde Projektabschnitt 2, noch eine Runde Projektabschnitt 3, noch eine Runde Projektabschnitt 4, noch eine Runde Projektabschnitt 5, noch eine Runde Projektabschnitt 6 und so passt sich Phase für Phase Schnitt Abschnitt für Abschnitt an und so erreicht man dann das gesamte Projekt, aber die Geschwindigkeit, also die Verbindung der Umsetzung und der Konzentration zur Umsetzung selber ist permanent hoch. Deswegen können sich professionelle Vorgehensweisen auch nicht ablenken lassen. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie ja nur noch die fragen, die schon dort sind, wo Sie mit dem Projekt hinwollen. Es kann ja nicht sein, dass ein Profi-Formel-1-Fahrer seine Rundenzeiten verbessern will, indem er irgendeinen Amateurfahrer fragt. Sondern er fragt jemanden, der auf dem Kurs schon erfolgreich Rundenzeitenrekorde geschaffen hat. Der fragt vielleicht sein Team noch, der fragt die Techniker, Reifenmischung, Sprit, alles dabei. Und der fragt die, die das schon durchgemacht haben, wo derjenige oder diejenige hinwollen, also auf was die fokussiert sind. Und deswegen, a, Projekte scheitern, weil oftmals bei Umsetzungsproblemen Menschen gefragt werden, die davon eigentlich gar keine Ahnung haben und nur so tun, als ob sie es könnten. Und dann fragt der Projektentscheider die falsche Person, dann wird er abgelenkt von einer Fehlinformation. Und dann fängt das Projekt an, so ein bisschen ruckeliger zu werden. Gleichzeitig sackt die Konzentration ab, also die Energie, den Weg weiter vorzuschreiten, weil vorher der Fokus alleine oder im Team nicht betoniert, fixiert, schriftlich vereinbart wurde. Mit allen messbaren Punkten. Das ist wie beim Förderprojekt. Wenn das Ergebnis heißt, der Förderantrag soll erfolgreich gemacht werden, dann wird ganz klar eine Wegstrecke vorgemalt weil wir das zum Beispiel schon tausende Male gemacht haben. Und so gehen erfolgreiche Förderanträge. Wir fragen hier ja auf dem Weg nicht irgendjemanden, sondern wir fragen bei uns hier in der Profiabteilung, Fördermittelanträge stellen, was ist alles zu tun, und dann wird der Kunde vorbereitet. Also wir sind bei uns auf dem Level, dass wir mit uns selber arbeiten können, die Rundenzeiten quasi zu verbessern und immer besser zu werden. Und wenn Sie bei sich im Team eine Frage haben, dann müssen Sie halt den Besten fragen. Und wenn Sie die nicht finden, der noch besser ist als Sie, dann müssen Sie externe Hilfe in Anspruch bringen. Also müssen Sie nichts, aber das wäre die Empfehlung. Also das Thema, warum Projekte scheitern, liegt also oftmals daran, dass in der Fokussierung, also auf das Endprodukt, nicht richtig Energie gegeben wird. Und wenn das schon absackt, dann sagt meistens auch die Konzentrationsphase ab, den Weg dorthin erfolgreich zu begehen. Und dann kriegen Energie, also kriegen die Projekte zu wenig Energie. Zu wenig Umsetzung, und dann werden noch Meeting gemacht, und dann wird nochmal gequatscht, und dann wird nochmal was gemailt, und dann kommen noch neue Ideen rein, und dann können man neue Wege beschreiten. Obwohl vorher durch die Meilensteine ja schon die Abschnitte eigentlich fixiert werden hätten müssen, weil der Weg ja vorgezeichnet ist. Denn so viele Alternativen, um Projekte erfolgreich umzusetzen, es eigentlich gar nicht. Natürlich gibt es viele Subeinheiten, aber im Kern ist es immer das Gleiche. Das Ergebnis wird fixiert. Businessplan schreiben, Förderantrag schreiben, Finanzierung erhalten, Hochbau machen, egal was für ein Projekt. Und der Fokus da drauf, wenn Sie den die ganze Zeit hochhalten, ist es anstrengend. Gebe ich zu. Aber wenn Sie das dann auf dem Weg mit erhöhter Konzentration durchsetzen, dann haben Sie auch keine Zeit mehr, was anderes zu tun. Neue Angebote dazu einzuflegen oder nochmal noch mal einen Wandel vorzunehmen oder andere Materialien durchzudenken, sich ablenken zu lassen. Nein, es wird einmal fokussiert, einmal schriftlich fixiert, dann wird rückwärts geguckt, was muss ich dafür tun, in diesem Fall, was müssen Sie dafür tun, diesen Fokus zu halten. Und die einzelnen Schritte werden aneinandergereiht, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Phasen. Und die Aneinanderreihung führt dann zur Erfüllung des auf den Fokus gesetzten Ziels. Das heißt also, wenn ich einmal fixiert habe, und wenn Sie einmal fixiert haben, welches Problem oder welcher Wunsch erfüllt werden soll, welches Problem gelöst werden soll, welcher Wunsch erfüllt werden soll, und dann wird rückwärts geguckt, wie komme ich da Schritt für Schritt ran, dann wird Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet und dann erreichen Sie automatisch die Projektumsetzung, weil die Schritte ja vorher fixiert worden sind und dementsprechend auch vorher geklar gemacht wurde, was muss getan werden, um den nächsten Erfüllungsschritt quasi zu erreichen. Und dann ist es etwas, zu etwas hinzugehen. Wenn Sie natürlich von etwas weg wollen, ist was anderes. Aber also Credo ist ganz klar, der Fokus muss dazu dienen, auf etwas zuzusteuern. Also das Ergebnis muss in der Zukunft liegen und da wollen Sie hin. Sie wollen nicht aus einer alten Situation weg. Beispiel, Sie wollen, wenn Sie ein Gebäude haben, nicht sagen, ja, ich will das Gebäude abreißen, sondern wenn sie ein neues gebäude bauen, sie wollen ein neues gebäude bauen und wenn es dazu führt, dass das alte gebäude abgerissen werden muss, dann ist das ein projektphasenabschnitt. der fokus liegt aber auf dem neubau und da geht die energie rein. der fokus ist der punkt, wo das ergebnis fixiert ist, also da ist der punkt hin. das ist so als wenn sie von auf einem a4 blatt eine linie über verschiedene punkte ziehen, dann liegen ihre augen quasi auf dem fokus, das ist das endstück, der endpunkt. Und die Konzentration führt dazu, dass ihre Hand ruhig geführt wird, um den auf den fokussierten Punkt, auch mal wegen auf der rechten oder linken Seite des Blattes, zu erreichen. Das heißt, die Konzentration ist der Vorgang, um den auf den Fokus gesetzten Energiepunkt auch zu erreichen. Und das ist etwas, was die wenigsten Projektführer permanent beherrschen, weil das sehr anstrengend ist. Dafür muss man sich konditionieren. Und dazu gehört auch, von außen einhergehende Einflüsse abzuwehren. Das kann bei einer Teamgründung, können das falsche Freunde sein. Wenn die vorher nicht in dem Plan vorkommen, dann ist während der Teamgründungsphase diese gesamte Kommunikation mit den Menschen, die damit nichts zu tun haben, abzuschneiden. Das klingt jetzt zwar ganz hart, aber viele Gründungen scheitern, weil auf dem Weg der Gründung, wo man eigentlich höchst kon konzentriert sein müsste, von außen ganz viele Einflussfaktoren in ihr Projekt eingreifen bewusst und unbewusst und dann wird viel zerstreut das kennen sie auch da kommen dann Zweifler auf die Leute zu und dann zweifelt man und dann kommen einige negative Leute dazu und dann überlegt man noch mal dann fängt man wieder an zu zweifeln dass man unkonzentriert und so zieht sich so eine Gründung hin und dann haben wir Monate und Jahre verbracht oder Sie besser gesagt und das Projekt ist noch nicht gegründet oder wenn Sie Maschineninvestplanen. 20 Jahre altes Unternehmen und wollen eine Maschine erschaffen, also eine Maschine neu bauen und einen neuen Produktionsweg einrichten. Und natürlich kommen von außen auch einige und sagen: Ja, brauchen Sie das wirklich? Und dann muss die Maschine denn so teuer sein? Und das können wir doch auch billiger machen. Wenn aber ihr Fokus ist, zum Beispiel energetisch nachhaltige Produktionsstätte einzurichten und Sie brauchen genau diese Maschine und haben sich vorher klar gemacht, wie das von den Phasen her sein muss, damit die Maschine irgendwann bei Ihnen in der Produktionshalle steht, dann lassen Sie sich davon auch nicht mehr ablenken. Egal, was da wer zu erklären hatte, das hatte man vorher besprochen. Aber wenn dann die Entscheidung getroffen wurde, dann wird Phase für Phase, Schritt für Schritt konzentriert runtergearbeitet. Das ist ein Prozess auf den vorher fokussierten Ergebniszustand zu. Und dann kann auf dem Weg passieren, was will, da kann die Erde also mal in Flammen aufgehen, um es mal ganz bildlich übertrieben zu sagen. Dann wird Schritt für Schritt abgearbeitet. Dann kann der Meckerbüttel laufen und Hater und Zweifler und der Markt kann sich verändern, dann wird das durchgezogen, weil vorher alle Plandaten, die man braucht, Wirtschaftsdaten und sonstiges, sind vorher zu erarbeiten, weil die ja wieder Eingriff auf die verschiedenen Schritte haben, um nicht das eigentliche Ziel, den auf den Fokus setzen wir ja die Energie, zu torpedieren. Und deswegen scheitern viele wieder Projekte, wie ich schon gesagt habe. Da fehlt es an Konzentration während der gesamten Projektlaufphase. Und es fehlt ganz am Anfang auf dem Fokus, der schriftlich fixierte Ergebnis, Endzustand, der erreicht werden soll. Und je genauer dieser Zustand fixiert, schriftlich vereinbart, als Commitment fertiggesetzt wird, wir hatten auch schon eine Folge zum Thema Commitment, desto klarer ist auch die Ausrichtung der einzelnen Schritte. Die während der Konzentrationsphase der Umsetzung notwendig sind. Das ist mir besonders wichtig, dass Sie das für die Projektumsetzung nochmal mitnehmen. Denn oftmals ist es so, dass wir Interessentenanfragen haben oder Gespräche von Unternehmen, die schon vor drei, vier, fünf Jahren mal bei uns irgendwie im Seminar waren oder bei uns im, in einem Online-Medium waren oder mit uns telefoniert haben. Und die treffe ich dann in, oder die wir alle wieder so drei, vier, fünf Jahre später. Und die haben das dann nicht umgesetzt, weil das irgendwie von außen immer mit Störfaktoren quasi torpediert wurde. Und die waren nicht konzentriert genug, weil die sich vorher nicht richtig fokussiert hatten auf das, was sie wollten. Und dann ist natürlich das alles wie Wackelpudding. Dann, dann kann das alles beeinflussen. Da kann schlecht Wetter sein, da kann Regen sein, da kann Sonne sein, da können schlechte Leute drumherum sein, da kann das Geld fehlen, tausend Sachen. Wenn man sich aber vorher klar macht, wo das hin soll und alles andere auf dem Weg quasi ausblendet und wie so ein Korridor oder wie so ein Stier auf das rote Tuch zuläuft, dann ist die Ablenkung gleich null. Die muss man auch willentlich dann abschalten können und wollen. Keine Party, keine Diskussion, keine Meetings mehr, sondern fokussiert den Weg verfolgen, indem man sich konzentriert, die einzelnen Arbeitsschritte abzuarbeiten. Und dann kommt Schritt für Schritt für Schritt für Schritt auf das Thema zu. Und dazu gehört es auch wirklich, sich von Freunden zu trennen, die mit dem Projektumsetzungsbereich nichts zu tun haben. Ich weiß, es hört sich gar, ganz hart an, aber in der Zeit, in der wir leben, das war früher schon so, aber jetzt noch mehr, ist viel so schnell, dass man ganz schnell in so Ablenkungsphasen reinkommt. Das ist dann erst unbewusst, und dann ist man in so einem Studi drinne und dann wird das Projekt nicht mehr umgesetzt. Ja, das kann von kleinen Dingen sein bis großen Dingen. Das kann von 5 Euro sein bis 500 Millionen Euro sein. Je größer das Projekt, desto klarer muss das Wunschergebnis schriftlich fixiert sein. Sonst kommt man auf den Weg ja immer wieder vom Kurs ab. Oder wenn es mehrere Projekte zusammen sind, so Holdingstrukturen, die an verschiedenen Standorten Investitionen vorhaben. Wenn es da nicht einen Steuerer gibt oder einen Controller, der das Ergebnis immer wieder hochhält und verfolgt, dann wird oftmals Fehlinvestitionsbereiche bei Unternehmen entdeckt, dann werden Projekte nicht umgesetzt und dann am Ende hat man viel Geld verbrannt, aber das Projekt ist nicht fertig. Ob das eine kleine Gründung ist oder wie gesagt eine riesen Holdingstruktur, Konzernbereich überall, da kann man sich gar nicht vorstellen, wie Projekte gerade in großen Unternehmen scheitern, weil es einfach von Geschwindigkeit, Durchsetzungshärte der einzelnen Arbeitsschritte und dem Fokus nicht richtig zusammengesetzt wurde, weil nicht alle klar gemacht haben, wir, wir committen uns auch zu dem Fokus. Aber das Commitment ist ein anderer Podcast gewesen in den Anfangszeiten von diesem Podcast. Können Sie ja mal reingucken. Also, deswegen. Also Problemlösung hier heißt, alles abschalten, was nicht der Konzentration dient und voll fokussiert das Endergebnis immer wieder vor Augen haben. Das war's an dieser Stelle. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit bei der Umsetzung weiterer Projekte bei Ihnen und dann wird es auch mit den erfolgreichen Umsetzungen leichter gehen. Also bis dann. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.